Hey Leute, und willkommen zu einer neuen Bugle-Plugin-Vorstellung von Chat Manager. Das Chat Manager-Plugin kann den Chat löschen und den Chat sperren. Wenn ihr ihn sperrt, dann kann niemand mehr was in den Chat schreiben. Und wenn ihr ihn löscht, dann ist er gelöscht, dann sieht man nichts mehr. Ja, dieses Plugin habe, wie ihr hier seht, ist von mir programmiert, Manugan. Ja, ist nicht ganz stolz drauf. Nee, Spaß. Ja, wir downloaden es uns. Download. Und dann speichern wir die Datei. Momentan habe ich das Plugin nur auf Englisch programmiert. Vielleicht folgt noch eine deutsche Version, ich weiß noch nicht. Ja, das Plugin ziehen wir hier in unseren Plugins-Ordner. Da rein. Startserver.batch führen wir jetzt aus. Dann gucken wir mal, ob das Plugin auch anerkannt wird. Ich hoffe schon. Ein Config-Ordner generiert es nicht. Also nicht wundern. Aber ihr seht auf jeden Fall eine Message in der Konsole. Wenn ihr die habt, dann wisst ihr, dass es funktioniert. Und hier steht auch Chat Manager Enabling Chat Manager Version 2.0. Und hier Plugin has you, das erfolgreich gestartet wurde. Ja, zum Ingame-Teil gibt es hier nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns gleich in. Nee, zum Config-Teil gibt es hier nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns gleich in-game. Bis gleich. Was? So, da sind wir jetzt wieder in-game. Jetzt erkläre ich euch das Plugin. Ich habe mir den Frog dazu geholt. Sag mal hallo. Hallo! Ja, ich erkläre euch jetzt das Plugin, dafür bist du nur dabei, um das Video schöner zu machen, um mehr Aufrufe zu bekommen, weil er hat ja auch einen YouTube-Kanal. Ich könnte natürlich unten in der Videobeschreibung mal auf seinen YouTube-Kanal vorbeigucken. Und dann, wenn jemand in eurem Spam auf euren Server oder für irgendeinen Server Werbung macht, gommahd.net, wobei, dafür macht man keine Werbung. Aber wenn irgendjemand das macht, dann könnt ihr auch zum Beispiel für don-craft.tk, dann... Er macht zum Beispiel jetzt Werbung für seinen Server. Kann ich ja nochmal die Videobeschreibung packen. Ja, kann ich ja machen. Also auf jeden Fall, wenn ihr /cc eingibt, dann ist das ganze Geschichte. Dann seht ihr hier, ist nichts mehr im Chat. Und dann steht im Chat, der Chat war es bei Moneyplayer cleared. Scheiße. Auf jeden Fall könnt ihr dann sagen, wenn zum Beispiel jemand, wenn halt im Chat genervt wird und dazu geschrieben wird und euch das nervt, könnt ihr den Chat auch deaktivieren. Das macht ihr mit /chat. Dann steht hier global Chat has disabled. Wenn ihr es nochmal macht, enabled. Und wieder disabled. Das wisst ihr, schätze ich. Jetzt kann ich in den Chat schreiben. Das ist ganz einfach. Ich bin OP und habe die Permissions logischerweise dann auch zum in den Chat zu schreiben, wenn der disabled ist. Deswegen DOP ich mich mal. DOP Moneyplayer. Jetzt schreibe ich nochmal Hallo in den Chat. Dann steht da the global Chat has been disabled. Das heißt, the global, egal. Ja, du. Ja, okay, aber noch ein wichtiger Hinweis, warte kurz, ein wichtiger Hinweis. Das Plugin funktioniert nicht, wenn ihr Chest Command auf eurem Server habt, weil da ist auch CC für den Chest Command und hier ist es CC für das Plugin. Also ja, ist ganz wichtig. Ich müsste mal unbedingt das Plugin so umcoden, dass es auch / clear oder sowas nehmen könnte. Oder clear ist auch blöd. Slash clear ist Inventar clearen. Auf jeden Fall. Vielleicht wird ein neues Update kommen des Plugins, dass es endlich auch, dass ich es mal in deutschem Code, dass es auch in deutscher Sprache verfügbar ist. Das wird vielleicht bald kommen und ein zweiter Alternativ-Command, dass ich den Command vielleicht ändere, dass das mit den anderen Plugins nicht, weil andere Plugins haben auch ein CC-Command, das wäre ein bisschen blöd. Deswegen mache ich das vielleicht noch anders, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Ja, ich habe mir sehr viel Mühe bei diesem Plugin gegeben. Das wäre sehr schön, wenn ihr es ausprobiert auf euren Server. Abonnieren und Like nicht vergessen. Und dann war es das auch noch. Ciao.